Servus Community, mein Name ist Tactical Viper und heute möchte ich euch eine weitere Waffe aus Battlefield 1 historisch und spielerisch etwas näher vorstellen. Heute geht es um das neue In the Name of the Tsar DLC Gewehr Mosin Nagant M91 der Scout-Klasse, das beim letzten Voting gewonnen hat. Natürlich gibt es auch heute wieder 5 neue Waffen von mir, für die ihr wieder abstimmen könnt. Jetzt aber legen wir los mit dem historischen Hintergrund der Mosin Nagant M91. Während des russisch-osmanischen Kriegs im Jahr 1877 bis 1878 waren die russischen Truppen größtenteils mit sogenannten Berdan-Gewehren ausgestattet. Das waren sogenannte Hinterladergewehre, die von hinten nachgeladen werden, ähnlich wie bei Martini Henry aus Battlefield 1, nur damit ihr eine Vorstellung habt, wie das ungefähr aussah. In dieser Schlacht erlitt Russland hohe Verluste, da bereits die Osmanen über sogenannte Unterhebel-Repetiergewehre verfügten und damit das deutlich modernere Gewehr hatten. Man kann also theoretisch sagen, es war eine Schlacht mit der Technik eines Martini Henrys gegen ein Winchester Modell 1895 oder auch im Spiel bekannt als russisches 1895, nur damit ihr auch hier wieder eine Vorstellung habt, wie beide Gewehrtypen sich unterschieden haben. Dieser Fluss führte dazu, dass Russland ein modernes Repetiergewehr brauchte und in den kommenden Jahren wurden immer wieder neue Waffen getestet, unter anderem auch das französische Lebel 1886. Da alle bisherigen Gewehre den damaligen Zar Nikolaus nicht überzeugten, wurde nur 3 Jahre später die russische Waffenkommission beauftragt, ein neues Gewehr zu entwickeln. Noch im selben Jahr wurden 3 Prototypen vorgestellt, und zwar ein 7,62mm Gewehr von Offizier Sergei Ivanovich Mosin, ein Gewehr von Belgier Leon Nagant und ein weiteres 7,62mm Gewehr von Hauptmann Sinowitsch. Die russische Waffenkommission entschied sich hier für das Gewehr von Mosin, allerdings sollten hier noch weitere Elemente von Nagant mit einfließen. 1891 wurde dann das neue Gewehr offiziell dem Zaren vorgestellt und wurde dann noch im selben Jahr für die russische Armee unter dem Namen Dreiliniengewehr System 1891 genehmigt. Drei Linien deshalb, da eine Linie ein Längenmaß von 1/10 Zoll ist, also 2,54 mm, und 3 Linien ergeben somit 7,62 mm. Im Endeffekt wurde aber aus dem Dreiliniengewehr System 1891 unser Mosin Nagant M91. Das M91 war bei seiner Einführung recht modern mit seinem Kammerverschlusssystem und verfügte über ein eingebautes Magazin mit insgesamt 5 Schuss. Die hier verwendete Munition war die neue, aber schon veraltete 7,62 mm Randpatrone, die deutlich günstiger in der Herstellung war und somit besser für die russische Produktion. Ziel des M91 war es, trotz einfacher und günstiger Bauweise so verlässlich zu sein wie möglich, und es hat sich definitiv gelohnt, denn das M91 wurde zum Musterbeispiel für russische robuste Waffen. Im Verlauf der nächsten 60 Jahre war das Mosin Nagant in unterschiedlichen Versionen das russische Standardgewehr und wurde bis 1965 produziert. Mit rund 40 Millionen produzierten Gewehren gehört das Mosin Nagant mit zu den meistproduziertesten und längsten eingesetzten Gewehren der Geschichte. In Battlefield 1 haben wir bislang folgende Versionen von Mosin Nagant M91: Infanterie und Meisterschütze. In der Infanterie-Version erhält das Mosin Nagant aufgrund des geringen Waffengewichts die Präzision nach dem Feuern schneller zurück. Als theoretische Kadenz haben wir hier einen Wert von 56 Schuss pro Minute und eine Magazingröße von 5 Patronen. Insgesamt stehen uns im Spiel 30 Patronen für das Mosin Nagant zur Verfügung. In Sachen Modifikationen können wir in dieser Version das Visier von offener Zielerfassung auf Radiumvisier ändern, die Vergrößerung einstellen und neben einem Bajonett noch einen Skin anbringen. In der Meisterschützenversion erhält das Mosin Nagant ein Teleskopvisier, um auch auf hohen Distanzen mit mehr Präzision mitzumischen. Als theoretische Kadenz haben wir ebenfalls einen Wert von 56 Schuss pro Minute und ebenfalls die gleiche Menge Patronen pro Magazin und Reserve zur Verfügung wie in der Infanterieversion. In Sachen Modifikationen können wir im Gegensatz zu anderen Versionen das Fadenkreuz des Teleskopvisiers anpassen und zusätzlich dazu noch einen höheren Zoom einstellen. In Sachen Schadenswerten verursachen beide Versionen bis 40 Meter insgesamt 80 Schadenspunkte. Dieser Wert steigt ab 41 Meter an und ab 60 Meter haben wir hier einen Sweet Spot mit insgesamt 100 Schadenspunkten. Ab 100 Metern sinkt allerdings der Schadenswert wieder und ab 140 Meter haben wir wieder einen konstanten Wert von 80 Schadenspunkten. In Sachen Nachladezeit gibt es hier leider keinen genauen Wert, da es sich hierbei um ein Repetiergewehr handelt. Das heißt, je nachdem wann ihr zum Nachladen ansetzt, desto länger bzw. kürzer dauert es. Mein Tipp ist meistens immer die Gewehre leer zu schießen, da man hier die Ladestreifen nutzen kann. Allerdings sind die Animationen mal wieder so genial gelungen, dass man sogar bei nur einem einzigen Schuss die Ladestreifen nutzen kann, da hier die letzte Patrone beim Nachladen verworfen wird. Da das Mosin Nagant M91 Bestandteil vom neuen DLC In the Name of the Tsar ist, müsst ihr 2 Herausforderungen abschließen, um beide Versionen zu erhalten. Für die Infanterieversion müsst ihr in einer einzigen Runde 3 Kopfschüsse mit dem SMLE Infanterie erzielen und ihr müsst zudem noch 20 Kills mit der Maßautomatikpistole schaffen. Für die Meisterschützenversion braucht ihr insgesamt 50 Kills mit dem Gewehr 98 Meisterschütze und dazu kommen noch 15 Kills mit den HE-Stolpertrappbomben, die mit Abstand echt am nervigsten sind,
Daher gab es in meinem Video auch nur ganz kurz ein paar CTE-Ausschnitte von der Mosin-Nagant Meisterschütze, weil ich sie bislang noch nicht freigeschaltet habe. Erst wenn ihr diese beiden Herausforderungen abgeschlossen habt, stehen euch beide Versionen des Mosin-Nagant M91 zur Verfügung. Wie ist eigentlich eure Meinung zum Mosin-Nagant M91? Welche der beiden Versionen spielt ihr derzeit am liebsten und warum? Schreibt mir das unbedingt mal in die Kommentare. Ich hoffe natürlich, euch hat das Video wie immer geholfen und gefallen, auch wenn ich heute ein bisschen erkältet war. Und wenn ja, dann freue ich mich sehr über ein Like von euch. In diesem Sinne vielen Dank fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal, euer Viper.